Mein Name ist Leon Schneider, ich studiere International Management jetzt im vierten Semester. Ich bin Mentor geworden, weil ich überhaupt keinen Überblick hatte als Ersti und jetzt eben anderen die Chance geben möchte, einen leichteren Einstieg zu haben. Also das Mentoring-Programm ist für Erstis, welche jetzt neu an die Hochschule gehen und noch keine Ahnung haben vom Studienleben, Tipps brauchen, Erfahrungen und die bekommen sie dann von den Mentoren. Ich bin der Levin, ich bin 21 Jahre alt und studiere Mechatronik. Angefangen hat das Mentoring-Programm bei mir tatsächlich mit einer einfachen E-Mail, bei der einfach von der Hochschule gesagt wurde, dass es ein Mentoring-Programm gibt. Und dort wird man quasi automatisch teilhaben, solange man es nicht selber sagt, dass man es eben nicht machen will. Und dementsprechend muss man einfach nur diese E-Mail lesen und das war's. Mein Name ist Till Müller. Ich studiere Mechatronik hier an der Hochschule. Bin jetzt im vierten Semester regulär. Und ja, soweit läuft es ganz gut, muss ich sagen. Ich habe wie so einen Leitfaden von meinen Mentoren bekommen. Wann muss ich mich zu den Prüfungen anmelden? Wie läuft das mit den Sprachkursen? Also da hat man dann schon einen guten Input bekommen. Und das hilft auch ungemein, weil man am Anfang im ersten Semester sehr viel Infos bekommt und das prasselt alles so auf einen ein. Und wenn man da jemanden hat, dann fühlt sich das einfach auch anders an. Ich bin die Emily und ich studiere mittlerweile Wirtschaftsingenieurwesen im dritten Semester. Und ich habe letzten März auch während Corona angefangen zu studieren. Mir hat es selber damals sehr geholfen, dass ich eine Ansprechperson hatte für Probleme und um einfach ein paar Leute auch kennenzulernen in Karlsruhe. In der O-Phase geht es mehr darum, Spaß zu haben, gerade andere Studenten kennenzulernen und wirklich einfach dieses Studentenleben auszuleben. Während im Mentoring ist es eher nicht wirklich fachlich angehaucht, sondern man redet wirklich mehr über das Studienleben und auch über die Prüfungen und das alles. Im letzten Semester, als Erstsemester, war es durchaus schwierig, sich an die Hochschule anzugewöhnen etc. und sich da anzupassen, weil halt eben alles nur online war. Und das konnte aber mit dem Mentoring-Programm durchaus vereinfacht werden. Als Mentor war es toll, dass man direkt Tipps von erfahrenen Leuten bekommen hatte. Dass man direkt einen Überblick hatte von, wie viel Leistung man bringen muss, wie man am besten lernen sollte, auf was man genau achten sollte, wie die Anmeldefristen sind. Gerade noch über spätere Themen sich zu informieren, wie das Auslandssemester. So Sachen, über die man noch gar keine Ahnung hatte. Also ich denke, als Mentee ist es schon wichtig, an dem Programm teilzunehmen. Einfach um auch andere Leute im Studium kennenzulernen, weil ein Studium schafft man nicht ohne Freunde.